Tedros benutzte die terroristische Organisation Tigrayan People's Liberation Front, kurz TPLF, als Steigbügelhalter für seinen politischen Aufstieg bis zum Außenminister Äthiopiens. Aus offiziellen Jahresberichten der renommierten Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch über die Tedros-Regierungszeit von 2005 bis 2016 geht hervor, dass in dieser Zeit schwerste Menschenrechtsverletzungen, wie zum Beispiel Verhaftung und Hinrichtung Oppositioneller, gewaltsame Vertreibung ethnischer Stämme, schwerste Folterungen und so weiter verübt wurden. Weiterführende Enthüllungen zur kriminellen Vergangenheit von Tedros bringt die Dokumentation Die Akte Tedros ans Licht. Die Tatsache, dass in den Verhandlungen über die Anpassung der IGV sogar darüber diskutiert wurde, den Passus unter voller Achtung der Würde der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Menschen aus Artikel 3.1 der IGV zu streichen, ist ein Skandal. Dies bestätigt, dass Tedros durch seine kriminelle Vergangenheit jedes Gespür für die Achtung der Menschenrechte verloren hat.